Wir waren jetzt nah an D6. Kaum zu glauben, dass wir die legendäre Kommandozentrale gefunden hatten. Aber war das so viele Leben wert? Bald würden wir die Antwort wissen. Gasmaske, schnell! Jo. Ich hab meine noch. Errungenschaft, wer ist da? 20 Mal über die Gasmaske gewischt. Verdammt, 20 Jahre ohne Wartung sind selbst für sowjetische Militärgebäude zu viel. Pass also gut auf, besonders du, Artyom. Sieht sauber aus. Der Kontrollraum sollte da sein, schauen wir mal. Ullmann Wladimir bleibt hier und gibt Deckung. Man weiß nie, was kommt. Artyom, du kommst mit mir. Jawohl, jawohl, Herr Offizier. Wir haben nur noch eine Viertelstunde Filterzeit. Wow. Hier sind noch mehr so Bahnen. Okay. Ja, das ist auch so ein Voltgewehr. Cool. Oh, nice. Genau so hatte ich mir alles vorgestellt. Diese Gebäude haben etwas, und zwar eine sowjetische Seele. Aber was hast du schon davon? Hier steht, dass es oben ein Luftfiltersystem für Notfälle gibt. Diese Systeme wurden robust gebaut. Gut möglich, dass es noch funktioniert. Da hätte ich gar nichts dagegen. Alter Schwede, das ist also D6. Krass. Strom drauf. Hey, Miller! Was ist los? Nichts Gutes! Wir haben zu sehr auf diese Maschinen vertraut. Muss alles von Hand repariert werden. Artyom, da ist ein Notstartsystem. Geh nach oben zu diesem Vorsprung. Ich sag dir dann, was du tun musst. Ah. Na gut, dann zack. Artyom! Da müssten vier Startermotoren sein! Such sie! Ah ja. Um damit anfangen zu können, musst du erst mal Deckungen öffnen. Alle offen. Drück die Knöpfe auf mein Zeichen. Dritter Knopf. Jo. Vierter Knopf. Okay, weiter. Zweiter Knopf. Come here, come here.
Soldatin! Wir versuchen, das Ding zu starten! Haha! Wir haben es geschafft! Los! Starten! Keine Chance! Nochmal versuchen! Hoffnungslos! Scheiße! Cool! Genau wie in den Hollywood-Filmen über die Sowjetunion. Hey, Oberst, was ist los? Wir sind fast runtergefallen. Alles gut. Artyom, wir rücken ab. Genug mit der Ausrüstung gespielt. Ja. Ich will ja nichts sagen, aber was ist das da? Ja. Das sieht nicht so toll aus. Zeit für einen Flammenwerfer. Los! Okay, Druck ist noch voll. Alter Schwede, was eine Technik. Krass. Gott sei Dank müssen wir nicht den ganzen Weg gehen. Aber irgendwas fühlt sich hier falsch an. Du meinst die großen Weintrauben? Ullmann nach links, Professor nach rechts. Artyom, gib mir Deckung. Wenn die Pläne stimmen, müssen wir dahin. Aber wie können wir das Tor öffnen? Ideen? Artyom. Was, wenn... Ach, Ullmann, los geht's! Ich würde sagen, Tor geöffnet. Und jetzt leise. Los. Mehr Flammenwerfer. Boah. 228 Militärpatronen. Ullmann, bewachen Sie die Tür. Wladimir, das ist dein Gebiet. Was brauchst du? Anleitung A124, Seite 3. Platine DS-22. Ah, genau. Da. Tolles Gedächtnis, Wladimir. Ich habe immer gesagt, dass die Armee etwas wert ist. Endlich zahlt sich die Ausbildung aus. Es funktioniert. Super. Ausgezeichnet. Erstens. Gestorben. Zweitens. Zerstört. Drittens. Viertens. Fünftens. Achtens. Zehntens. Das kann nicht sein. Hier ist einer. Jetzt kriege ich alle Informationen. Was zum Teufel ist passiert? Reservebatterie leer. Was ist mit dem Hauptstrom? Anscheinend ist der Reaktor deaktiviert. Von hier aus können wir nicht starten. Wir müssen ihn auf unterster Ebene von Hand starten. Dem Planer ist das nicht schwierig. Geht fast alles automatisch. Hör auf zu lachen! Wie kommen wir runter? Nun, eine Etage tiefer ist ein Aufzug. Aber um ihn betreiben zu können, müssen wir alles andere ausschalten. Sogar das Notlicht. Dann haben wir keine andere Wahl. Danke, Wladimir. Bleib hier und pass auf. Wir beeilen uns. Artyom, Ullmann, mitkommen.
Scheiße. Ich wusste, es ist nicht einfach. Hier kommen die Söhne der Apokalypse. Ullmann, Planänderung. Sie verteidigen mit Wladimir die Stellung. Wenn etwas passiert, schicke ich Artyom. Viel Glück. Ach du Scheiße. Diese übergroßen Weintrauben an der Wand. Jetzt sind sie nämlich auf einmal weg. Ah nein, da sind sie. Ah, nicht ohne Grund haben wir einen Flammenwerfer. Verdammt! Hier ist überall Scheiße! Wie ekelig! Oh, Kacke. Na. Verdammt! Der Aufzug ist da hinten, aber die Tür ist zu. Okay, wir müssen auch näher rum. Vorsichtig! Wir decken uns gegenseitig. Warum ist auf Geizkragen? Jö. Versuch's gar nicht erst. Unsere kleinen Freunde sind hier, wie ich sehe. Komm zu Papa, ihr Mistkerle! Ekelhaft. Einfach nur widerlich. Okay, das ist der Aufzug. Ich hoffe, er funktioniert noch. Das Signal vom Aufzug liegt nun auf meiner Konsole. Ich schalte jetzt ein. Los geht's. Hab ich mir gedacht. Unsichtbare Beobachter. Wie kann man nach all diesem Mist hier noch daran glauben? Ach, die Menschen glauben an einiges. Oberst, gehen Sie zur Reaktorhalle. Dort ist in der Mitte ein Hauptreaktor, links vom Kontrollraum. Ein Aufzug führt ganz nach unten. Von dort müssen Sie die Treppe nach oben nehmen. Aktivieren Sie die Schaltung mit dem großen Hebel. Ich sage dann, wie es weitergeht. Oh mein Gott! Mein Gott! Was machen wir denn jetzt? Wladimir, wenn du das nur sehen könntest, mach dich bereit, Artyom. Es wird heiß. Der Mist auf dem Boden ist bestimmt giftig. Und jetzt das Gas. Hier halten wir nicht lange durch. Wie sieht das damit aus? Na, Olaf! Klasse! Lass uns die Wände rot anmalen! Klingt nach einem Plan. Verflucht nochmal! Das ist widerlich. Ein bisschen einmal für die Schrotflinte.
Wow. Hier ist die Treppe. Artyom, ich möchte dich nicht ansehen. Ich habe jetzt Angst. Da bist du nicht alleine, Alter. Beeilen wir uns, zum Bunker zu kommen. Der Anblick macht mich krank. Ja, nicht nur der Anblick. Wo ist der Hebel? Aha. Da ist der Hebel. Ha, ich wusste, ihr schafft es. Oberst, das System ist automatisch. Geben Sie den Befehl ein. Leichter gesagt als getan, dass das so chaotisch hier ist. Okay. Reaktor Starter. 1, 2, 3, 4. Sieht einfach aus. Idiotensicher gebaut. Betten wir zu Gott, dass es funktioniert. Alles ist gut. Wir haben jetzt ein Viertel Energie. Wir brauchen volle Ladung. Weitermachen. Verdammt! Naja, besser kriegen wir es wohl nicht hin. Dann los! Zweiter! I. Was zum Teufel war das? Jetzt wehrt sich dieser Mist auch noch. Das wird ja jede Minute schlimmer. Manuelles Aktivierungssystem. Hydraulik. Verdammt. Artyom, du glaubst nicht, was du jetzt tun musst. Siehst du den Kran an der Decke? Geh in die Kabine. Mit diesem Notmechanismus können wir die Brennstäbe anheben. Versuche, dorthin zu kommen, während ich unseren Freund ablenke. Okay, auf geht's. Jetzt oder nie! Ah. Hier komme ich hoch. Nein? Doch. Gott sei Dank. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ah. Was soll ich machen? Kontaktzone erreicht. Kontaktzone erreicht. Achtung, Brennstab wird entfernt. Ah, sehr gut. Halbe Kraft. Alter.
Kontaktzone erreicht. Achtung, Brennstab wird entfernt. So, erster Brennstab ist raus. Ah, Mist. Kontakt, Achtung, Brennstab wird entfernt. Der zweite. Drei Viertel, nur noch ein bisschen. Kontaktzone, Achtung, Brennstab wird entfernt. Perfekt. 100%, gebt mir eine Minute. Aufzug verloren haben. Gott sei Dank wurde früher alles zweimal gebaut. Wir sollten jetzt hier entlang. Wir kommen später zurück und bringen das zu Ende. Müssen uns besser vorbereiten. Kümmern wir uns zuerst um die Schwarzen. Ja, um die kümmern wir uns, denke ich, zuerst. Boah. Dunkler Stern. Ah ja. Höhle. Alles scheint gut zu laufen. Ullmann macht weiterhin Scherze. Miller droht ihm weiterhin mit zusätzlicher Dienstzeit. Das Ziel ist nah und nichts kann es jetzt noch aufhalten. Wir gewinnen jede Begegnung. Hunter hatte recht, als er sagte, dass es niemals ein schrecklicheres Raubtier als den Menschen auf der Erde gab und geben wird. Ich habe ihren Tod nicht wirklich verursacht und fühle mich trotzdem schuldig. Ich war zu begierig, die gute Zeit zu feiern, die wir im letzten Abschnitt unserer Reise miteinander hatten. Und es hat uns Ärger eingebracht. Ich konnte nicht zur rechten Zeit am rechten Ort sein, konnte meinem Kameraden nicht rechtzeitig helfen, ihn vom Rande des Todes zurückzuholen. Ich habe diese tapferen Seelen dieses Abenteuer geführt, das zu ihrem letzten geworden ist. Unser Team, so klein es auch war, ist noch kleiner geworden. Wenn ich im tanzenden Licht eines Lagerfeuers auf meine Handflächen sehe, dann scheint es, dass sie mit Blut verschmiert sind. Ich habe schon Geschichten darüber gehört, dass die Erbauer der Metro nicht die ersten waren, die Tunnels und Korridore tief in den Boden unter Moskau gegraben haben. Versteckte Gänge wurden schon in der Zeit der ersten Zaren unter der Stadt gebaut, aber die Arbeiter, die sie bauten, sind Berichten zufolge auf noch ältere Höhlen und Gänge gestoßen, die aus längst vergessenen Zeiten stammen. Ihre namenlosen Schöpfer sind schon vor Jahrtausenden verschwunden und haben nur endlose Korridore hinterlassen, die vom Nichts ins Nichts dahinter führen. Und jetzt, vielleicht ein paar hundert Generationen danach, gehe ich, der letzte lebende Mensch, vorsichtig, eben diesen Weg. Die 6 gab so viele Einträge. Wir gehen wieder an die Oberfläche und dieses Mal sind wir vorbereitet. Ullmann scherzt, dass unsere Schritte die Erde erzittern lassen, aber ich habe eher das Gefühl, dass wir sie beben lassen. Immerhin sind wir bis hierhin durchgekommen. Nichts kann uns jetzt noch aufhalten. Der Feind wird sterben. Wir werden ihn in Schutt und Asche legen, so wie wir es mit allen unseren Feinden gemacht haben. Nur eine Sache begreife ich nicht. Warum versuchen die Schwarzen nicht, uns aufzuhalten? Geraten wir direkt in ihren Hinterhalt? Die seltsamen Vorahnungen, die mich noch immer plagen, werden immer düsterer. Damit wir uns aus der Asche erheben können, Städte wieder aufbauen können und die Metrotunnel wieder mit silbernen Zügen gefüllt sind. Alles wird wie... Ja. Ich glaube nicht, mein Freund. Ehrlich gesagt glaube ich nicht. Weil dann gibt es den nächsten Idioten, der alles
Oder da schon kommt. Zur Hölle mit ihren Scherzen. Sie hätten sehen müssen, was da unten lebt. Also, Artyom und ich gehen zu Ostankino, um das Ziel zu korrigieren. Sie bleiben hier und verteidigen Wladimir. Ob wir es schaffen? Wir müssen versuchen, unsere Leute zu erreichen und um Unterstützung am Turm zu bitten. Ich bleibe in Kontakt. Befehle klar? Gut. Gehen wir, Artyom. Viel Glück, Leute. Danke dir. Ich würde mir gerne mal gucken. Okay, hier ist nichts weiter. Immer die gleiche alte Geschichte. Du rettest die Welt, während du knietief in der Scheiße steckst. Und keiner interessiert sich dafür.